Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wie ihr seht, ich begrüße euch zu einem Video und ihr seht auch den Fernsehhintergrund. Darum soll es jetzt nicht direkt gehen, sondern eher um den Ambilight ringsherum. Ich habe mir ja das Goovy T2 geholt, voriges Jahr, wo es im Angebot war. Hatte einen Fehler damit, musste warten, bis ein neues da ist und so. Und das ist auch alles mittlerweile schon angebaut, konnte auch noch ein bisschen testen. Und jetzt möchte ich euch gerne mein Fazitvideo machen. Ich habe schon ein Fazitvideo gemacht, hatte mich aber mit dem lieben Rose, RCS, ich weiß es nicht, Grüße gehen raus an Rose 80. Und mit Rose 80 hatte ich halt geschrieben, wo ich das Video zur Soundbar gemacht hatte. Und habe mir dann seine Einstellungen dann angeguckt und habe mit seinen Einstellungen meine Einstellungen noch ein bisschen optimiert. Wir werden uns nachher auch am PC setzen und dann werden wir uns die Einstellungen alle ganz genau angucken. Und dadurch sieht es jetzt nochmal geiler aus. Erstmal fettes Dankeschön an Rosa 80. Und da habe ich gedacht, das alte Video kann man nicht so lassen, weil warum, wenn die neuen Einstellungen ja geiler sind? Dann nehmen wir die neuen Einstellungen. Und deswegen will ich euch jetzt erstmal nur zeigen, wie es aussieht. Ja, und Rosa 80 hat auf Teil, ich habe immer auf Teil. Also, dass wirklich alles beleuchtet ist, wie es sein soll. Und Rosa 80 hat auf voll, dass alles halt voll beleuchtet ist. Zeige euch auch gleich den Unterschied. Und nachher halt am PC zeige ich euch, wie ich das alles genau eingestellt habe. So, müssen wir falsche Fernbedienung. Müssen wir die Fernbedienung nehmen. Und das war, ich glaube, das Video. So. Ihr seht, dass die Farben schnell und knackig kommen. Bei Rot habe ich oben ein bisschen Orange. Da habe ich noch so einen kleinen Fehler. Da muss ich noch gucken, dass ich die Ecke ausbessere. Aber da mit der Ecke habe ich schon die ganze Zeit Probleme. Und bei mir ist unten rechts etwas dunkel. Leider, das ist. Moment, hat gerade geklingelt. So, da bin ich auch schon wieder. Die Kleine hat geklingelt. Meine Frau hat einen Kuchen für mich gemacht, gehabt. Mit den Kids. Haben wir jetzt angestoßen auf meinen Geburtstag. Jetzt sind sie schon wieder hoch. Die Kleine will eine Prinzessin. Nee. Will sich zur Fee verwandeln, will Fee-Kostüm anziehen und dann wieder runterkommen. Und wir machen derzeit weiter. Jetzt seht ihr gleich, warum ich das Video angemacht habe. Ihr seht, dass es ein bisschen hinterherhinkt. Das ist ganz normal, weil, wie gesagt, die Kamera filmt das ja ab. Es ist ja nicht so, dass das, bevor es dargestellt wird, abgegriffen wird, wie bei den Boxen. Da ist das halt nicht Zeit, also da gibt es keine Zeitverzögerung, aber hier gibt es halt eine Zeitverzögerung. Aber das ist wirklich, naja. Und jetzt seht ihr das hier mit dem Übergang, grün, rot, weiß, alle Farben sind schön da und gehen da lang, wo sie sein sollen. Machen wir mal zurück. So, und jetzt stelle ich das mal um von teilweise auf voll. Dann könnt ihr den Unterschied sehen. So. Und also nee, alles heißt es nicht voll, alles heißt es alles. So. Und so. Seht ihr das? Es ist immer noch rot, blau da, aber nur schwach. Und ich finde das halt, oh, vor allen Dingen bei Animes und so, wenn ich dann Animes gucke, finde ich das so halt viel geiler, wenn da, wo blau ist, wo grün ist. Und das macht es wirklich sehr gut. Das werdet ihr hier gleich jetzt sehen, zum Beispiel. Jetzt werden die Farben werden jetzt ein bisschen verwirbelt.
Und dann später wird dann so, ja, wie so ein rundes Ding, was manche zum Hypnotisieren nehmen. Ja, und das wird halt immer kleiner. Und dann wird das Licht halt außen, weil es halt nicht mehr weiß, was das darstellen soll, weil viele nebeneinander sind, wird dann halt von bunt in weiß. Also wird gut verarbeitet. So, und wenn wir jetzt hier einfach mal sagen, Ambilight-Test. Wird von YouTube abgerufen. So, jetzt machen wir einfach mal Ambilight-Test an. Das will ich gleich anmachen. Aber hierfür muss ich jetzt erstmal lautlos machen. Weil da ist, glaube ich, Content drinne. Am besten sieht man es halt, wenn ich jetzt das anmache. Und seht ihr auch, dass es hinten schwächer wird? Das sieht so geil aus. Auch mit zwei Farben gleich, kommen zwei Farben. Also jetzt zweimal die gleiche Farbe, aber gleich kommt noch richtig zwei verschiedene Farben. Und jetzt müsst ihr gucken, da wo sie ineinander übergehen. Einfach nur geil. Es ist einfach nur geil. Aber ich will keinen Philips-Fernseher haben, nur wegen Ambilight. Ich rüste mir das lieber nach. Weil ich bei Philips halt die Panels und das Menü und so halt nicht so schön finde. Und jetzt mehrere Farben hier. Reagiert ziemlich schnell, so wie ihr seht. Also bin wirklich begeistert. So, und jetzt zeige ich euch noch was. Also, wie gesagt, ihr könnt über die App ausschalten. Ihr könnt auch am Kasten, der ist hinten dran, ne? Aber ihr könnt auch, jetzt kommt das Geilste. Alexa, Backlight aus. Alexa, Backlight an. Und schon ist es wieder an. Alexa, Alexa. Jetzt will sie wieder nicht hier. Alexa? 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 Backlight Music Mode. Habe ich das richtige Kommando gesagt? Ich glaube nicht. Nee. Alexa? Backlight Musikmodus. Nee, will er nicht wirklich. Musikmodus heißt, dass das jetzt praktisch blinkt, so wie ich jetzt spreche. Und jetzt wieder Film. Haben wir auch Szenen und Dirty und was weiß ich alles. So, mal das mal hinten. So. Also wie gesagt, ihr habt es jetzt gesehen, es funktioniert wirklich. Muss mal dunkel machen. Da sieht man mich dann auch wieder, wenn es hinter mir dunkel ist. Es funktioniert wirklich erstklassig. Das habt ihr jetzt gesehen. Ihr könnt es halt an der Box steuern, ihr könnt es über die App steuern, ihr könnt es über Alexa steuern.
Wir werden uns jetzt gleich am PC begeben. Dort werde ich euch die App zeigen. Ihr habt auch den Music-Modus schon gesehen. Ich werde euch die App zeigen und was sie kann. Ihr könnt auch jede einzelne LEDs, das werde ich, bevor wir jetzt nochmal rangehen am PC, werde ich euch den Modus nochmal schnell zeigen, dass ihr die LEDs auch euren Bedürfnissen anpassen könnt. Weil das ist halt blöd, wenn ich euch dann das nur zeige, dass das, was da passiert, was man da machen kann, aber ihr seht nicht, wie es passiert. So, jetzt ist hier alles blau. Ja? Und jetzt sage ich einfach, ich möchte das gelb und das grün. So. Ich kann aber auch natürlich sagen, wir können hier die Farben nämlich komplett durchgehen. Ich nehme das erste rot, zweite orange. Na. Gelb. Muss man nämlich dann immer antippen und austippen. Darf man nicht vergessen. Sonst verfärben sich die anderen auch gleich noch mit. Türkis. Lila. Weiß. Weiß. So, dann machen wir die einfach mal aus. Machen wir noch die nächste aus. Obwohl, da sieht man ja nichts. Wartet mal, ich mache mal das auch noch. Dann statt weiß machen wir das mal aus. Und weiß machen wir dann halt hier hinten hin. Und hier fangen wir dann wieder von vorne an. So. Ich habe jetzt, ich mache nochmal dunkel. Ich habe jetzt, nicht, dass ihr euch wundert, ich habe jetzt praktisch die langen Seiten. Oh ne, ich habe mich vertan. So. Das ausmachen. So. Die langen Seiten oben einzelne Farben zugewiesen. Die kurze Seite, die da, einzelne Farbe zugewiesen. Die andere. Wo bin ich denn jetzt? Genau. Unten ist weiß, rot, orange und gelb. Weiß, rot, orange und gelb. Oben ist rot. Ja, seht ihr ja die rote Ecke. Und dann kommt türkis, blau und grün. Auf der schmalen Hälfte, auf der Seite seht ihr das, habe ich rot, orange, gelb. Und hier, die Seite habe ich ausgelassen. Das wird jetzt hier noch beleuchtet durch die eine Weiße, weil Weiß hier sehr extrem ist. Könntet ihr mal von Weiß in Rot ändern. Oder Ofen aus. So. Ja, dann seht ihr, dass hier alles aus ist. Ja, die Eckenleuchte, die ist mir hier, ich mach mal blau, die ist mir hier, die ist sehr, sehr, sehr hell auf der Seite. Und dafür auf der Seite ein bisschen zu schwach. Also da muss ich mal gucken, warum. Vielleicht mal resetten und mal gucken, ob es dann vielleicht besser ist. Das ist so ein kleines Problem bei meiner neuen. Aber, hoppala. Nichtsdestotrotz, gehen wir hier mal raus. Ich will euch ja noch den anderen Modus zeigen, nennt sich Szenen. Dort haben wir jetzt zum Beispiel Sonnenuntergang. Da seht ihr, dass es ganz, ganz, ganz leicht
orange hinterm Fernseher leuchtet. Wir haben hier auch Blitz. Bei Personen, ja, mit Epilepsie, ja, ist egal. So. Das ist Blitz. Was ich persönlich sehr geil finde, ist einmal Stern. Nee, Stern wartet nicht. Wo ist es denn? Nee, Feuer wartet. Feuer, da unten ist es. Das ist sehr angenehm. Wenn ihr euch jetzt noch ein Lagerfeuer habt, ja, ah gut, dann würdet ihr das sowieso automatisch rund übernehmen. Aqua, also Tiefsee. Winter. Aurora. Ja, genau, Aurora war das, was so geil war. Also da gibt es richtig coole Sachen, also wirklich macht richtig Spaß. Ich habe die Helligkeit übrigens nur 50%. Day haben wir noch, da könnten wir was malen. Das habe ich aber noch nicht rausgekriegt, wie das funktioniert. Da habe ich irgendwie noch gar nicht mit beschäftigt, ehrlich gesagt. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel. So, hier bei dem Bild nehmen wir. Ach Mann, jetzt kommt hier wieder. So, nehmen wir mal das Bild. So. Naja, gut. Und jetzt stelle ich mal die Helligkeit auf 100%. Das ist jetzt nicht so viel Unterschied, was ihr jetzt wahrnehmt. Aber es macht abends halt, wenn man gemütlich auf dem Sofa liegt und alles dunkel ist, macht es sehr viel aus. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt bei 50%. So. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir ziehen jetzt mal an den PC um, dass ich euch die Software auch zeigen kann und dass ihr auch wisst, wie die Software aussieht. Und ja, dann bis gleich. So, jetzt sind wir am PC. Jetzt muss ich erstmal die App hier laufen lassen, weil ich habe nur 10 Minuten immer pro Sitzung mit der App. Jetzt starten. Weil, wie gesagt, das ist eine Free-Version, aber es reicht ja aus für meine Zwecke. So. Und wir haben jetzt hier dieses TV-Backlight. Das ist jetzt die GUVI-App. Gehen wir rauf, jetzt stellt er gerade Verbindung zum TV her. Und jetzt hat er die Verbindung zum TV gemacht. Hier sind die ganzen Grundeinstellungen größtenteils. Und wir haben natürlich hier oben An- und Ausschalten, logischerweise. Wir sind verbunden per Bluetooth, aber auch gleichzeitig per WLAN durch Alexa. So, hier oben drücken wir mal das Zahnrädchen. Wir können das jetzt natürlich auch umbenennen. Ich habe es einfach im Backlight gelassen und Alexa erkennt es auch so ohne Probleme an. Und wenn ich sage Backlight an und Backlight aus, dann macht die Backlight an und aus. Wir können die Wi-Fi-Einstellung ändern. Die Kamera kalibrieren ist hier. Dann seht ihr halt praktisch beide Kameras und dann müsst ihr die Linien zurechtziehen und so. Ich werde euch unten drunter auch ein Video verlinken in die Beschreibung von Groovy direkt, damit ihr das nicht, diese Dinger, diese Klebepanels nicht aufkleben müsst. Gebe ich euch noch einen Tipp mit diesen Klebepads oder auch mit dem Video. Man sieht diese kleinen Dinger wirklich extrem schlecht. Also ich jetzt zum Beispiel. Ich habe jetzt so gemacht, ich habe mir das Video angemacht und habe meinen Finger in die Ecke gehalten und habe dann gesagt, dass ich die Ecke machen will. Dann macht er da nämlich ein Foto von und dann ist mein Finger da. Dann kann ich den Finger wegnehmen und kann mit der App das zu meinem Finger hinziehen. So, weil in der Ecke, unten und mittig, oben hast du keine Probleme, bloß rechts in der Ecke oder links in der Ecke, die unteren Ecken, die sind wirklich schwer zu treffen, wenn du das rinziehst, dass es wirklich dahin kommt, wo es hinkommen soll. Habe ich das Gefühl. Das mache ich dann, macht sich dann so halt besser.
So. Hier könnt ihr einstellen, wie ihr es geklebt habt. Und was ich da richtig geil finde, dickes, fettes Lob an Goovy, ist, die haben sich da wirklich bei was gedacht und haben auch das vernünftig erklärt. Hier bleibt keine Frage offen. Hier denken, manche da denkt sich, ist hier vorne oder ist hier hinten am TV? Gucke ich jetzt von hinten oder von vorne? Wir haben ja hier vorne auf den Bildern, seht ihr die Klebeecken. Wir haben doch die Klebeecken drauf. Die Klebepinübel, also gucken wir geradezu. Und dann müsst ihr einfach nur gucken, ihr geht hier rein und dann leuchten eure LEDs auf. Also je nachdem, wie ihr die geklebt habt. Ich habe es von der rechten, also wenn ich rauf gucke auf dem Fernseher, rechts, hoch, links, rüber geklebt. Und dann halt runter und wieder rüber. Wenn ihr das andersrum macht, von oben nach unten und dann rüber oder auf der linken Seite hoch und dann rüber oder runter, dann wird das dementsprechend bei euch leuchten. So dann zum Beispiel hier oben, linke Seite rot, unten blau. Linke Seite rot, oben blau. Oder bei mir jetzt, wo ich rechts angefangen habe, rechte Seite rot, oben blau oder unten blau. Und dann müsst ihr gucken, wie es bei euch leuchtet. Bei mir leuchtet es rechts rot, oben blau. Dann weiß ich ganz genau, ah, hier ist es rechts blau, oben, rechts rot, oben blau. Das ist es. Das kann ich bestätigen. So habe ich meins. Finde ich saugeil. So, dann haben wir hier die Version. Die Hardware-Version, MAC-Adresse und Host. Wir haben jetzt, wir können das Gerät auch löschen. Wenn jetzt ein Update kommt, dann könnt ihr da natürlich drauf drücken. Also dann wird euch das benachrichtigt. Hier habt ihr Alexa. Hier könnt ihr dann mit Alexa verbinden. Funktioniert eigentlich ganz, ganz einfach. Wird auch hier alles erklärt. Da. Braucht ihr nur durchmachen. Und das funktioniert so geil. Das funktioniert so wunderbar. Oder hier halt den Google Assistant. Ich habe es zusätzlich so gemacht, kann ich euch ja auch mal zeigen, in der Alexa-App. Routinen. Dass ich auch ja nicht vergesse, das abends auszumachen. So, Fire TV an. Nee, sagen wir mal Fire TV aus. Ist ja im Prinzip das Gleiche. So, ich habe Fire TV an und Fire TV aus. Einmal für ihre Geräte anmachen, einmal für ihre Geräte ausmachen. So, und da habe ich das dann so gemacht. Ich habe den Namen gewählt, Fire TV aus. Wenn ich, also dass ich es halt in der Liste so dementsprechend auch wiederfinde. Dann kommt was, also wenn, ja, wenn ich sage A. Fire TV aus. Dann geht der Fernseher aus. Seht ihr ja da, Fernsehen. Dann geht Samsung QN95 BA aus. Das ist eigentlich mein Fernseher. Warum steht der jetzt zweimal drin? Na egal, steht jetzt zweimal drin. Hatte ich schon mal das Problem. Da hatte ich einmal eingefügt und dann mit dem Namen Fernseher, wie es in der App steht. Und dann hat Alexa automatisch irgendwie das Modell mit eingefügt. Also so, wie es auch in der App steht. Na egal. Dann soll... Nee. Das ist falsch. Oder ich habe mich verdrückt. Da sollte eigentlich... Alle Geräte. Ich glaube, da habe ich einen Fehler gemacht und habe mich verdrückt. Ja. Das soll nämlich da drin sein. Aus. Weiter. So. Mountet Alexa-Zeichen hier hoch. Das können wir wegmachen. So, da reicht, wenn das Fernseher da steht, Fernseher aus. Dann die Soundbar soll ausgehen, Backlight soll ausgehen und die Sofa-Boxen sollen ausgehen. Weil die Sofa-Boxen sind natürlich hier hinten. Die sind halt eine extra Steckdose. Ja.
Und wenn ich Fire TV anmache, so, da sollen die Boxen Sofa angehen. TV-Steckdose soll angehen. Das werden wir mal tauschen. Erst soll die TV-Steckdose angehen, dann Boxensofa, also so heißt die Steckdose Boxensofa. Dann 10 Sekunden Wartezeit. Das können wir jetzt hier auch, wenn wir wollen, auch immer noch korrigieren. Können wir zum Beispiel zu 15 Sekunden hochsetzen. Haben wir 15 Sekunden Wartezeit, weil mein WLAN-Repeater, also WLAN-Repeater, aber die Gigagate, die brauchen erstmal ein bisschen, um anzugehen, um dass die Geräte Internet haben. Ja? Und ich habe Soundbar und Fernsehen mit Wi-Fi verbunden, deswegen muss Wi-Fi erstmal da sein, dass das alle da ist. Denn. So, dann gehe ich auf, dann soll der Fernseher angehen und dann soll das Backlight angehen. Und Soundbar brauche ich jetzt hier nicht machen, weil die Soundbar automatisch angeht, wenn der Fernseher angeht. Ich könnte sie natürlich jetzt hier auch noch mit hinzufügen. Wenn ich jetzt sage hier Plus Smart Home, alle Geräte. Verbindest du Samsung Soundbar mit Alexa? Weiter. Oh, das ist neu. Moment. So, ich habe keine Ahnung, warum er das jetzt auf einmal gemacht hat. Das hat er vorher die ganze Zeit nicht gemacht. Aber vielleicht durch ein Update irgendwie hat neue verbunden. Keine Ahnung. So, ich zeige euch das nochmal. Routinen. Fire TV an. So habe ich jetzt halt hier die Soundbar zusätzlich noch mit drin. Praktisch die Steckdose geht an. Also beide. Dann 15 Sekunden Wartezeit. Dann geht der Fernseher an. Dann geht die Soundbar an. Dann geht das Backlight an. Also das, ja, das Goofy. Und so brauchst du halt nur einen Befehl an Alexa übermitteln und Alexa macht alles an, was du brauchst. Du musst nicht sagen, Fernseher an, Soundbar an, Ambilight an oder Backlight an, hintere Boxen an, alles, ja, du brauchst halt nur bumm und das alles geht an. Warum habe ich, weil du müsst, oder ich müsste ja erstmal sagen, TV-Steckdose an, weil die meisten Geräte, Soundbar und so, geht ja gar nicht an. Weil die Steckdose ja nicht anders. Bei mir ist alles so gemacht, dass ich wirklich viel, so viel wie möglich Strom sparen kann, dass so viel wie möglich Geräte separat an und aus oder halt nur an sind, wenn andere Geräte auch laufen, wenn man die in der Kombination braucht, weil sonst keinen Sinn macht. Dass hier abends wirklich so viel wie möglich, wenn ich hier rausgehe, stillgelegt ist, um Strom zu sparen. Habe auch alle Lampen schon auf LED umgerüstet, weil der Strom da logisch natürlich immer teurer wird. So, genau, mit Google Assistant könnt ihr den dann auch verbinden. So, dann haben wir hier oben. Hier können wir dann noch Sync Center, hier können wir dann noch andere Quelle zunehmen, praktisch so ist der Fernseher einzeln und so, ja, Sättigung und so, da können wir jetzt hier noch Geräte hinzufügen, neues Gerät hinzufügen. Da einfach Plus drücken und dann können wir ein Gerät aus unserer Liste hinzufügen. Warum sollten wir das machen? Ihr seht es ja auf dem Bild, also hier oben, da, der hat jetzt hier praktisch das Ambilight und zusätzlich hat er hier so eine dünne Lampe. Ja, Bildschirm ausgegangen. Hier hat er eine dünne Lampe. Hier hat er eine Lampe auf dem Tisch stehen. Und hier oben hat er eine LED, ein LED-Band, so wie es aussieht. Und hier hat er eine LED, hier hat er eine Birne drin. Und die könnt ihr alle hier mit reinschmeißen in die App. Und mit dem, dann übertrifft praktisch überträgt die Kamera, die Einstellung, und dann könnt ihr das hier
dementsprechend einstellen. Ich habe jetzt leider keine Geräte, die ich hier hinzufügen kann, um euch das zu zeigen. Ich habe vor, irgendwann mal welche zu kaufen und vielleicht auch ein LED-Band oben an die Decke zu machen, bis zu meinem Monitor, also praktisch in der Mitte vom Zimmer, also nicht über die ganze Länge oder vielleicht doch über die ganze Länge vom Zimmer. Ja, müssen wir mal gucken. Aber die sind halt ziemlich teuer, das kann ich jetzt nicht alle sofort machen, logischerweise. Und diese Lampe hier, die interessiert mich, da würde ich gerne, die gibt es auch in klein. Da hatte ich mir überlegt, eine kleine vielleicht auf dem Schrank links hinter die Tür zu stellen. Weil das seht ihr ja nicht, wenn die Tür offen ist, ist ja da ein Schrank. Ja? Und eine hier beim Subwoofer. Ja, dann würde das hier leuchten, aber hier ist ja sowieso der Schrank. Ja? Und dann würde das hier leuchten. Oder halt eine kleine hier und dann so eine große hier hin, damit das halt hier ein bisschen mehr leuchtet. Und dann oben vielleicht dann noch die LEDs, aber ich glaube, das wird dann für abends, für den gemütlichen Fernsehabend, wird das dann ein bisschen zu hell. Weil jetzt das Ambilight so ist, ganz schön, alles schön dunkel. Aber mal gucken. Aber das, die sind so teuer, das kann ich mir jetzt momentan noch nicht leisten. Weil Goovy hat so, die haben so klasse Produkte, so Effektlabor. Hier kann man dann so ein bisschen rumspielen. Habe ich mir noch nicht getraut, ehrlich gesagt, da großartig rumzuspielen. Die haben einen Haufen Zeug drin, auch Regenfall und so. Blitz habe ich euch auch gezeigt. Obwohl, hier sind denn auch Geräusche mit bei. Achso, der Fernseher ist gerade ausgegangen. Ha! Gut, dann könnt ihr das nicht hören. So. Normalerweise würden dann Geräusche kommen. Da haben wir hier einen Timer, den wir stellen können. Wiederholt aufwachsen und hast du gesehen, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, weil ich habe es immer an oder aus. Dann haben wir Autoplay. Das habe ich auch noch nicht benutzt. Hier haben wir die Helligkeit, die habe ich auf 50. Ist für mich eigentlich so die perfekte Einstellung für abends. Ist nicht zu hell, ist nicht zu dunkel. Tagsüber mache ich es mir gerne schon mal einen Ticken heller auf 60, 70 oder mal auch 80. Dann haben wir hier einen Modus, da können wir nichts anklicken. Dann müssen wir nämlich das hier unten anklicken. Da haben wir, das ist das mit Musik. Das dann halt jetzt so aufploppt. Also da können wir dann hier auch natürlich noch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten machen. Wie sensibel es sein soll, wie es aussehen soll. Und hast du hier gesehen, hier ist dann halt Film, ist für Film, dass es dann halt das leuchtet, was die Kamera zeigt. Hier sind die Farben, was ich euch gezeigt habe, wo ihr jede LED einzelne Farbe nehmen könnt und den Weißabgleich und da könnt ihr so viel einstellen. Dann haben wir auch Szenen, also wo ihr Lagerfeuer, was weiß ich, machen könnt. Hier könnt ihr selber irgendwas erstellen. Das habe ich versucht, das habe ich euch noch nicht hingekriegt, dass das funktioniert. So, und dann haben wir hier dann halt die relative Helligkeit. Also das ist die Helligkeit von den LEDs an sich, wie hell es sein soll. Dann war noch die relative Helligkeit. Das ist, glaube ich, pro einzelne Farbe oder so. Ach, shit. Hatte ich auf 50? Weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich nachher nochmal gucken. So, dann haben wir hier die Farbkalibrierung. Da bin ich eigentlich ganz gut mit bei in der Mitte, weil das könnt ihr dann anpassen. Ihr, Blau, ihr macht dann einfach ein weißes Bild an und dann sollte das weiß aussehen. Blau, blau und rot, rot. Ja, dann könnt ihr damit halt jetzt hier anpassen. Wenn halt zu viel Blau drin ist, wenn ihr auf 0 habt, dann geht ihr mehr in den roten Bereich. Dann könnt ihr auch die Sättigung noch einstellen. Da habe ich 13%. Das habe ich von Rosa 80 übernommen. So, hier bin ich manchmal auch ein bisschen drunter oder ein bisschen drüber. Da bin ich immer noch ein bisschen gucken. Dann haben wir hier teilweise und alle. Also ich bevorzuge teilweise, dass dann wirklich da, wo rot ist und wenn blau ist, daneben blau ist, ist halt daneben blau. Ja, und dann haben wir den Modus Film habe ich an und wir können auch natürlich Spiele. Den Modus Sound Effekte, da könnt ihr dann auch noch einen Balken stellen. Den habe ich grundsätzlich aus. Das ist dafür da, dass praktisch das alles so leuchtet, wie ich es euch gezeigt habe. Plus, wenn Soundeffekte sind oder Geräusche sind, dass das an und so blinkt.
Das macht mich kirre im Kopf. Das macht mich kirre. Das geht gar nicht. Also das musste ich ausschalten, weil es mich kirre macht. Ja. Und das soll es jetzt eigentlich so auch gewesen sein. Also wir haben jetzt alle Einstellungen durchgenommen. Es ist echt wirklich ein saugeiles Teil. Die Farben sind knackig, die sehen toll aus, sie sind schnell. Bei den Übergängen, wenn es ganz schnell wird, habt ihr ja gesehen, dass Verzögerung kommt. Das ist ja aber dadurch zu schulden, damit das halt, die Kamera das abfilmt. Ja, aber trotzdem, Top-Teil würde ich jederzeit wieder kaufen. Ich hatte Glück gehabt, dass ich es im Angebot gekriegt habe. Ja, und das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, ein Däumchen wären, Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich werde auch nochmal die Einstellung abschreiben und in die Videobeschreibung schreiben, wenn ich es nicht vergesse. Wenn ich es vergessen sollte, erinnert mich dran, dann schreibe ich das ab. Ja, und wenn ihr sonst halt Fragen habt, einfach raus damit. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi. Sagt euer Odin.